Der Cologne Pride hat anlässlich der Europawoche unterschiedliche diverse Akteurinnen der Kölner Community eingeladen. Im Mai fand die Europawoche des Landes NRW statt, im Park der Menschenrechte. Wo auch der Klust seine Forderungen zu Menschenrechten in Stein gefasst hatte, wurde ein Staffellauf mit allen 27 Flaggen der EU-Staaten organisiert. Wir haben anlässlich dessen auch alle Teilnehmerinnen befragt, wie sie die EU sehen, ob sie sich geschützt fühlen. In der Tat fiel das Urteil nicht so positiv aus, denn Minderheitenrechte würden massiv missachtet, wie zum Beispiel die Unterdrückung von Minderheiten wie Roma in Ungarn oder der Tschechei. Kritisiert wurden massive Rückschritte in Frauenrechte bezüglich Gewaltschutz und Abtreibung in Ungarn und Polen, denn diese beiden Länder wollen die Istanbul-Konvention nicht beachtet. Vor allem auch der geplante New Pact on Asylum der EU wird scharf abgelehnt, denn jetzt schon werden die Rechte von LSBT-Geflüchteten massiv missachtet in Europa. Dann das Team der Golden Gays. Schön, dass ihr dabei seid. Dann auf die Plätze, fertig, los! Denn die geplanten Verfahren gefährden Menschenrechte querer Geflüchteter. Der LSVD hat hier auch schon Beschwerde eingelegt. Laut des LSVD stehen diese Vorschläge von diesem New Pact on Migration im krassen Widerspruch zu den LSBTIQ-Gleichstellungsstrategie 2020 bis 2025. Daher fordert der LSVD die Bundesregierung und die deutschen EU-Abgeordneten auf, sich gegen den New Pact on Asylum und Migration zu stellen. Das können wir auch nur unterstreichen. Wir müssen endlich menschenwürdige Verhältnisse herstellen, was Themen von Flucht betrifft. Okay, bereit? Okay. Auf die Plätze, fertig, los! Beirätin vom Cologne Pride und das ist Anbit, Vorstandskollege vom Cologne Pride. Wir halten hier gerade die Mappe von Irga Europa in der Hand, diese 2020. Und ihr seht hier die ganzen Punkte, die haben halt erforscht, wie die Situation von LSBTI in Europa ist. Leider hat sich die Situation verschlechtert jetzt und verschlechtert sich stetig in ganz Europa. Deswegen hat die Europäische Union quasi einen Beschluss gefasst, eine europäische Freiheitszone für LGBT zu schaffen. And that is not enough, because LGBTIQ-Freiheitszone muss auch in kommunal verschiedene Städte und Municipalities sollen auch wählen, Teil von LGBT-Freiheitszone zu sein. Ein Drittel von Polen ist gerade LGBT-Freiheitszone, wo viele LGBT-Menschen keine Freiheit haben, auch Recht in Arbeit oder Sichtbarkeit. Es ist unmöglich geworden. Und wir sollen alle zusammenstehen, um LGBT-Menschenrechte zu kämpfen und auch unsere Freiheit zu haben. Dankeschön.
Die EU regiert ab Dezember 2020 auf die zunehmende LSBTI-Feindlichkeit in Polen und stellt den Aktionsplan, den ihr hier im Bild seht, auf. Er wurde im März vom EU-Parlament verabschiedet. Immerhin. Nach 2 Jahren. Denn so lange agitieren schon rechtsradikale Konservative gemeinsam mit der Kirche in Polen gegen LSBTI und auch gegen die Frauenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Finanziert wird europaweit dieser Propagandakrieg, insbesondere auch in Polen, in Absprache mit den Opus Dei, weiteren konservativen Kirchenkreisen, bestens vernetzten rechtsnationalen Personen und Vereinigungen und auch finanziert von Oligarchen aus Russland. Russland hat ja schon beste Erfahrung, um LSBTI klein zu halten. Die EU zeigte sich bisher machtlos dagegen und lediglich einzelne Mittel für Städteförderung wurden bisher gekürzt. Nun habt ihr, wie ihr auf diesem schönen bunten Papier seht, Ratspräsidentin Ursula von der Leyen gemeinsam mit den zuständigen Abteilungen in der EU einen mehrjährigen Aktionsplan gestartet, um die Lage von LSBTI zu verbessern. Wir befürchten jedoch, dass dies nur hohle Worte sind, denn Ungarn unter dem Rechtspopulisten Orbán hat im Juni schon wieder ein Gesetz verabschiedet, das neben dem transfeindlichen Gesetz letztes Jahr diesmal LSBTI auf eine Stufe mit Pädophilen setzt und verbietet somit Kinderaufklärung zum Thema LSBTI zu bekommen. Das verstößt schon wieder gegen die gemeinsamen Werte der EU. Und es kann nicht sein, dass das unbestraft bleibt. 17 EU-Chefinnen haben eine Protestnote eingelegt Ende Juni. Aber wieder ist zu befürchten, dass die EU ein zahnloser Riese bleibt, der zwar schöne Pläne hat, aber wie er in diesem Bild sieht, nicht umsetzt. Die Community muss hier wachsam bleiben und gemeinsam ein konsequentes Handeln bei der EU einfordern. Auf den CSDs, gemeinsam mit den verbündeten Politikerinnen, den großen Verbänden und Alliierten. Sonst gibt es nichts mit einem bunten Europa die nächsten Jahre, sondern weitere heftige Menschenrechtsverletzungen von den Konservativen. Bleibt wachsam. Thank you.